ganzes Leben lang Feierabend haben. Zocken, chillen, cyphern oder schlafen. Doch hänge in der Uni rum statt in der Villa kunterbunt. Bei meinem Lesepensum wird das Lesen langsam ungesund. Trotzdem tipp ich, bis das Essay fertig ist und merke nicht die Struktur, sondern ich verwerte mich. Und selbst in meiner Freizeit kann ich keine Ruhe finden. Es scheint, als würden sie nicht aufhören, mich mit Scheiße zuzukippen. Und wenn ich nicht lese, dann schreibe ich. Politik, Aikido, Rap, mach ich alles freiwillig. Doch all der ganze Trouble befreit mich nicht, denn dann habe ich endlich Zeit für mich. Ich bin sozialisiert, denn in diesem Land aufzuwachsen heißt entweder du bist ein Nichts oder ein Tausendsasser. Und während ich schreibe, laufen die Stunden weiter. Alles dreht sich im Kreis wie der Sekundenzeiger. Ich will nichts, außer ein bisschen Freizeit haben. Doch der Traum zerplatzt wie eine Seifenblase. Denn ich kann mich nicht entspannen, nicht mal wenn ich auf einer Liege liege. Weil der Stress in meinem Kopf für mich meistens viel zu viel ist. Ich will nichts, außer ein bisschen Freizeit haben. Doch die freie Zeit liegt mir wie ein Stein im Magen. Denn im Urlaub geht mir meine Fassung verloren. Denn in Deutschland wird jeder zum Strugglen erzogen. Ich will mein ganzes Leben lang Sommerferien haben. Rappen, in der Sonne liegen, baden, schreiben und mein eigener Herr sein. Doch ich denk mir Herrschaftszeiten. Denn wenn ich tatsächlich mal Freizeit hab, bin ich gestresst oder kriege mich nicht aufgerafft. Wie ein Arbeiter, der nichts als ein Fließband kennt, die Freizeit nicht nutzen kann, sondern sie in Bier tränkt. Oder statt die Zeit konstruktiv zu nutzen, stürze ich mich in Arbeit, die mir über den Kopf wächst. Denn mir wurde schon in der Schule eingetrichtert, dass Leistung wichtig, Leistung Pflicht ist. Muss Leistung abrufen wie ein Bi- oder Triathlet. Finde das zwar dumm, doch ich hab es verinnerlicht. Während ich schreib, laufen die Jahre weiter. Alles dreht sich im Kreis wie ein Fahrradreifen. Ich will nichts, außer ein bisschen Freizeit haben. Doch der Traum zerplatzt wie eine Seifenblase. Denn ich kann mich nicht entspannen, nicht mal wenn ich auf einer Liege liege. Weil der Stress in meinem Kopf für mich meistens viel zu viel ist. Ich will nichts, außer ein bisschen Freizeit haben. Doch die freie Zeit liegt mir wie ein Stein im Magen. Denn im Urlaub geht mir meine Fassung verloren. Denn in Deutschland wird jeder zum Strugglen erzogen. Damit umzugehen ist für mich nicht einfach. Und ich kann nicht verstehen, warum ich mich hierauf einlasse. Denn letztendlich erkenne ich, alles ist endlich. Und leider weiß der Mensch nicht, wann es letzten Endes endet. Doch ich will ausbrechen aus dem Knast in meinem Kopf. Doch an dem Tunnel aus der Zelle arbeite ich noch. Und ja, ich bin angepasst und nein, ich leugne nichts. Und immer wieder schreckt es mich, wie unglaublich deutsch ich bin. Ich muss einfach strugglen, obwohl ich's bescheuert find. Beteuer ich weiter, ich bereue nichts. Höchstens ein bisschen, weil ich nicht will, dass ich mich zu was zwinge. Nick, kannst du helfen? Lass mich in Ruhe, ich halt öfter die Hand hoch als ein Streber in der Schule. Ich bin rastlos und kann nirgends sitzen bleiben. Damit umzugehen ist für mich nicht einfach.